und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen leckeren Rezept. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute machen wir uns einen super leckeren Bratapfelpfannkuchen aus dem Ofen in der Weihnachtsedition, also Christmas Style. Ja, und ich muss euch sagen, er schmeckt wirklich so köstlich. Probiert ihn unbedingt aus. Falls euch das Rezept gefällt, würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Däumchen freuen. Damit unterstützt ihr mich sehr und ihr wertschätzt auch meine Arbeit. Und jetzt blende ich euch mal ein, welche Zutaten wir heute verwenden. Und als allererstes können wir uns den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Das habe ich schon vorbereitet. Des Weiteren müssen wir uns noch drei Äpfel vorbereiten. Und zwar habe ich sie gut abgewaschen. Ich habe meine nicht geschält, könnt ihr natürlich auch machen. Mit einem Kernausstecher das Kerngehäuse ausgestochen und in breitere Scheiben geschnitten. Und die werde ich jetzt als allererstes mit etwas Zitronensaft beträufeln. Und zwar nehme ich da einfach jetzt meine Zitrone hier aus dem Kühlschrank und gebe drei Esslöffel drüber. Ihr könnt natürlich auch eine frische Zitrone auspressen. Ich habe jetzt nur leider keine da. So, dann werden sie nicht so schnell braun. Ihr könnt es noch ein bisschen durchmischen, vorsichtig. Und dann an die Seite stellen. Und dann geht es auch schon zum Teig. Für den Teig brauchen wir als allererstes 200 Gramm Milch. Ich nehme da wieder die ich zu Hause habe. Das ist eine fettreduzierte mit 1,5% Fett. Dann brauchen wir 100 Gramm Mineralwasser mit Kohlensäure. Dadurch wird der Teig schön fluffig. Kommen dazu 4 Eier, Gramm Mehl, ich nehme jetzt ein ganz normales Weizenmehl, Typ 405, dann brauchen wir einen halben Teelöffel Backpulver, mische ich gleich noch ein bisschen mit dem Mehl, eine Prise Salz. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt auch noch ein bisschen Zucker in den Teig geben, lasse ich jetzt aber weg und dann vermische ich den Teig 15 Sekunden auf der Stufe 5 und lasse ihn jetzt 10 Minuten einfach hier im Mixtopf quellen. Ich zeige ihn euch noch mal ganz kurz, so sieht er aus. Einfach Deckel drauf lassen und für 10 Minuten quellen lassen. Und in der Zeit können wir jetzt weitermachen. Ich schiebe ihn gerade mal kurz zur Seite, meinen Thermomix. Keine Angst, ich habe ein Mini-Gleitbrett unten drunter, falls es euch interessiert. Ihr findet es in meinem Amazon-Online-Shop. Der Link zum Shop ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. So, jetzt hole ich mir mein vorbereitetes Backblech. Ich habe wieder so ein schönes weihnachtliches Backpapier draufgelegt. Und ich verteile jetzt schon mal in der Zwischenzeit meine Apfelringe hier schön gleichmäßig auf meinem Backblech. Thank you.
So sehen die Äpfelchen jetzt aus und die wandern jetzt für unseren Bratapfelpfannkuchen in den Backofen und werden schon mal etwas vorgebraten. Und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 10 Minuten. Die Äpfel kommen ganz frisch aus dem Ofen. Vielleicht könnt ihr sie dampfen sehen. Sie duften einfach nur traumhaft. So, jetzt stelle ich sie ganz kurz hier auf mein Gitter an die Seite. Der Teig ist schön gequollen. Ja, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wahrscheinlich eher weniger. Den schlagen wir jetzt aber noch mal kurz auf. 10 Sekunden auf der Stufe 4. Ich mache mir hier ein bisschen Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite, hol mein Blech. So, ich hoffe mal, das passt hier vor den Thermi und ihr könnt trotzdem noch was erkennen. Ja, so passt es ganz gut. Jetzt kommt nämlich der Teig aufs Blech. Ich schiebe noch mal alles hier vom Rand erst runter, dass wir wirklich den ganzen Teig zur Verfügung haben. Und dann kommt er hier aufs Blech und ich gieße ihn zwischen die Äpfel, über die Äpfel. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich kratze den Topf jetzt gut aus, dann brauche ich ihn nämlich nicht spülen, weil wir ihn gleich nochmal brauchen. Wir sind noch nicht fertig mit dem Bratapfelpfannkuchen. Jetzt kommt nämlich noch ein leckerer Guss obendrauf, der diesen ganzen weihnachtlichen Touch noch bringt. Ich mache mir jetzt hier kurz Platz, stelle mein Blech wieder etwas an die Seite. So, und zwar brauchen wir jetzt 80 Gramm Butter in Stücken. Geben wir einfach in den Mixtopf und verteilen sie gleichmäßig. Deckel aufsetzen und eine Minute bei 90 Grad auf der Stufe 2 schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, gebe ich 80 Gramm Zucker dazu. Einen halben Teelöffel Zimt. Einen Teelöffel Lebkuchengewürz. Und verrühre das Ganze nochmal. Wieder eine Minute bei 90 Grad auf der Stufe 2. Und schon ist der leckere weihnachtliche Guss fertig. Ich würde ihn euch gerne zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Naja, so ein bisschen. Jetzt mache ich hier wieder kurz etwas Platz. Hol das Backblech wieder her. Schieb nochmal alles vom Rand und vom Boden runter und löse es. So, weil da unten hängt der Zucker ein bisschen. Und verteile jetzt den leckeren Guss über meinen Pfannkuchen und über den Äpfeln.
Und dann kommen noch für den Bratapfelpfannkuchen etwas Mandelstifte. Ich habe jetzt Mandelstifte und Mandelblättchen gemischt über den Pfannkuchen. Ungefähr 100 Gramm. Ihr könnt aber auch mehr oder auch noch weniger nehmen. Und jetzt wandert der Bratapfelpfannkuchen bei 180 Grad in den Backofen für ca. 25 bis 35 Minuten, je nachdem, wie knusprig und wie goldbraun ihr ihn haben wollt. Ja, mein Lieben, und hier ist jetzt das gute Stück. Schaut ihn euch an. Er war 30 Minuten bei mir jetzt im Backofen. Es duftet so, so himmlisch. Er hat eine schöne Farbe bekommen, ist schön goldbraun. Ich finde ihn einfach nur perfekt, ohne viel Schnickschnack, ohne großen Aufwand. Alle können gleichzeitig essen, man muss nicht lang am Herd stehen. Also probiert ihn deswegen unbedingt aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, einen guten Appetit, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, eure Sandra. Tschüss!